Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello, hello, hello. Wie geht es euch? Freunde, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Denn mich hat vor ein paar Tagen ein Päckchen erreicht mit einer neuen Foundation. Beziehungsweise einer alten, sehr beliebten Foundation, der Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Und die hat jetzt Niacinamide mit drin. Wir werden sie testen. Ich nehme euch so ein bisschen in meiner Morgenroutine mit und gebe euch ein paar Tipps und Tricks, denn in den letzten Wochen erreichen mich echt viele, viele Nachrichten, was ich euch empfehlen kann, damit die Foundation länger hält, damit die Foundation besser sitzt, damit sie nicht so trocken aussieht. Und das Ganze packen wir in dieses Video und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Ich freue mich riesig, denn ihr wisst, das ist schon wirklich eine meiner liebsten Foundations, die ich seit Jahren benutze. Und wenn die jetzt noch so ein bisschen perfektioniert ist, sign me in. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche und hattet heute einen schönen Tag. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Ich bin noch ein bisschen müde. Es ist sehr, 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 sehr früh, damit ihr wirklich so ein bisschen in meine Morgenroutine mit reinkommt. Ich habe gerade ein Käffchen getrunken, habe mir mein Gesicht gewaschen. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und legen direkt los. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fällt es morgens ganz besonders schwer, viel zu trinken. Aber ich probiere wirklich, bevor ich was gegessen habe, neben meinem Kaffee, sonst funktioniert gar nichts, ein großes Glas Wasser zu trinken. Und da ich heute so früh hier oben bin, dachte ich mir, nehmen wir das Glas mal mit. Und vielleicht ist es ja zwischendrin gar nicht so schlecht. In den letzten Wochen haben mich viele Nachrichten erreicht. Und ich probiere euch natürlich immer den Content zu geben, den ihr wollt. Ich probiere euch immer die Informationen zu geben, die euch interessieren. Und wie ich euch so ein bisschen unter die Arme greifen kann. Und ihr habt oft gefragt, warum Foundation bei euch vielleicht nicht so aussieht wie bei mir, wie bei anderen, die ihr im Internet seht, bei anderen Beauty-YouTubern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht den Eindruck habe, immer wenn ich jemanden von euch treffe, habe ich das Gefühl, dass ihr euch richtig, richtig gut schminken könnt. Aber ich glaube, dass diese Kleinigkeiten es sind, die das Make-up dann zu was Besonderem machen. Und für mich gehört da natürlich einmal natürlich Ernährung und Wasser mit dazu. Das ist ein anderes Thema, dafür bin ich nicht hier, aber Hautpflege. Und ich habe in den letzten Wochen ein paar verschiedene Produkte benutzt. Ich habe auch eine neue Skincare-Routine für mich entwickelt, habe aber heute in dieses Video Produkte genommen, wo ich weiß, dass ihr die recht einfach, recht günstig bekommen könnt und auf die ihr euch verlassen könnt, um genau das Ergebnis zu bekommen, was ihr wollt. Ein sehr weich gezeichnetes, ebenmäßiges Finish. Und ich starte tatsächlich mit einem, das habe ich zufälligerweise entdeckt. Das ist das Energy Enzyme Peeling Powder. Das habe ich gestern Abend benutzt. Deswegen werde ich es heute hier oben nicht machen. Ich habe hier natürlich keinen Wasseranschluss. Aber das ist ein ganz, ganz feines Puder. Ihr seht es hier. Und wenn ihr das mit Wasser aufschäumt, kriegt ihr wie so einen ganz leichten, feinen Schaum. Und damit könnt ihr über euer Gesicht gehen. Und das sorgt dafür, dass die toten Hautschüppchen, die auf eurer Haut natürlich sind, wir verlieren unendlich viele Hautschüppchen im Laufe des Tages, dass die weggenommen werden, ohne so aggressiv zu sein wie Retinol. Retinol ist ein Skincare-Step, den ich meistens abends mache, um langfristige Erfolge zu erzielen für die Haut. Das Enzyme Peeling Powder ist wirklich so ein, heute muss das Make-up gut sitzen, deswegen benutze ich das heute Produkt. Ganz, ganz feines Puder, was sehr, sehr ebenmäßig schmilzt und wirklich ohne zu reizen die toten Hautschüppchen entfernt. Hier ist nämlich auch noch Allantoin mit drin, was die Haut einfach richtig gut beruhigt. Also das als kleine Empfehlung, das habe ich in den letzten Wochen wirklich häufig benutzt. Und ich muss sagen, die Haut ist sehr glatt. Sie ist ein bisschen unruhig, die letzten Wochen waren hart für meine Haut, aber deswegen machen wir ein bisschen Skincare weiter und ich benutze ein Hyaluronserum. Ich habe jetzt hier, ich finde es passt, das Hydro Supercharged Serum mit dazu genommen. Das ist von Catrice. Das ist ein Hyaluronsäureserum, was ihr braucht wirklich nur ganz, ganz bisschen. Das ist super, super reichhaltig und damit gehe ich über mein Gesicht und sorge dafür, dass die Hautstellen, die vor allen Dingen hier im Nasenbereich oder hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, da wo mein Bart eigentlich ist, ich ihn aber wegrasiere, damit ich ein bisschen Form in meinem Gesicht habe, es ist immer recht trocken. Und diese dreifache Hyaluronsäure sorgt dafür, dass sie tief in die Haut reingeht und
die Haut von innen heraus wieder so ein bisschen aufpolstert. Kleine Fältchen werden gemindert, die Foundation läuft nicht so stark in die Fältchen und die Hautoberfläche ist sehr weich. Und dann wollte ich mit euch heute etwas probieren. Das habe ich noch nicht getestet, außer in dem Catrice-Update-Video. Das ist das Youth Boost Eye Serum mit 1% Bakuchol. Das ist ein feuchtigkeitsspendendes Unteraugenserum mit einer Retinol-Alternative. Also Retinol ist natürlich recht heavy. Bakuchol ist eine andere Alternative, die wesentlich ruhiger ist. Und Hyaluronsäure und Vitamin E für frische und jung aussehende Haut. Das ist etwas, das habe ich von Letizia gelernt. Letizia, kennt ihr? Das ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten und talentiertesten Make-up-Artists hier aus Deutschland, beziehungsweise die hier in Deutschland bekannt ist und auch Rumänien. Und sie hat mir gesagt, dass es wichtig ist, die Haut zu preppen, also vorzubereiten. Und ich habe festgestellt, wenn ich das nicht mache, wenn ich einfach morgens aufstehe und meine Foundation ins Gesicht bringe, dann sieht die Foundation, egal wie teuer sie ist, egal wie viel Zeit ich damit verbracht habe, sie sieht trocken, sie sieht crusty und sie sieht nicht so schön aus, wenn ich mir Pflege ins Gesicht gegeben habe vorher. Und ich weiß nicht, als ich mit YouTube angefangen habe, hat mir irgendjemand oder habe ich das bei irgendeiner anderen YouTuberin gesehen, ich glaube, es war Hatti, meinte sie, je mehr Zeit ihr mit Einblenden und mit der Zeit vor der Foundation verwendet, desto länger hält die Foundation und desto schöner sieht sie aus. Und das hat sich so ein bisschen bei mir eingeprägt und ich dachte mir, okay, sie hat eigentlich recht und tatsächlich hatte sie auch recht, denn ich mache das hier jeden Tag, aber ich habe natürlich einen ganz anderen Tagesablauf. Aber wenn ihr ein, zwei Produkte vor eurer Foundation benutzt, die eure Haut pflegen, und ich rede nicht unbedingt von Primern, dann habt ihr nochmal ein ganz, ganz anderes Ergebnis. Apropos Primer, ich habe hier ja ganz, ganz viele neue Primer. Und ich dachte mir, wenn wir schon die neue Catrice Foundation, die neue alte Catrice Foundation benutzen, dann benutzen wir auch die passenden Primer dazu. Und ihr habt es im Update gesehen. Ich habe jetzt hier nochmal drei mit rausgeholt. Wir haben einmal den The Hydrator, den The Mattifier und den Vitamin C Fresh Glow Primer. Alle drei sind vegan und cruelty-free, selbstverständlich. Der spendet Feuchtigkeit. Der ist ähnlich wie die Hyaluronsäure, nur ein bisschen fester von der Viskosität her. Und mein Liebster ist tatsächlich der Vitamin C Fresh Glow Primer. Auch hier brauche ich nur ganz, ganz wenig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und so ganz unschuldig werde ich wahrscheinlich nicht dran sein, dass YouTuber immer mehr ist mehr. Ne? Das sieht natürlich in den Videos spektakulär aus, wenn man viele Produkte benutzt. Ganz viel Foundation. Kennt ihr dieses Video von der einen, ich glaube, sie ist TikTokerin, Meredith heißt sie, die schmiert sich literweise Foundation und verschmiert das in die Hände. Das sieht natürlich spektakulär aus. Im Alltag ist das aber etwas, was nicht so praktikabel ist, muss ich ehrlich sagen. Deswegen vertraut mir, weniger ist mehr, vor allen Dingen bei Primern, finde ich. Weil dann ist die Chance, dass sich so kleine Würstchen bilden mit eurer Hautpflege, einfach sehr, 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 sehr hoch. Das habe ich jetzt nicht. Die Haut fühlt sich prall an, die Haut fühlt sich aber auch geglättet an und weich. Ganz, ganz wichtig ist für mich Lippenpflege. Da habe ich hier. Ich mag den Geschmack absolut nicht, aber das ist mit die beste Lippenpflege, die es gibt. Das ist Carmex. Das gibt es bei Rossmann, glaube ich. Ist recht teuer für eine Lippenpflege, aber das ist ein Make-up-Artist's Favorite. Wenn ich von anderen Leuten geschminkt werde, ist diese Lippenpflege immer bei jedem Make-up-Artist dabei. Sie nehmen das dann mit so einem Q-Tip auf und gehen damit über die Lippen. Und das nimmt sofort diese trockenen Hautstellen weg und fühlt sich super, super weich an. Es ist so ein bisschen Menthol, ein bisschen süßlich. Ich mag den Geruch, ich mag den Geschmack noch nicht. Aber es ist egal, wenn es am Ende gut aussieht. Und jetzt ist die Haut sehr, sehr gut vorbereitet. Was ich ganz gerne mache, ist, ich gehe mit einem Setting Spray jetzt schon mal rüber. Das erfrischt die Haut, das gibt der Haut nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit und sorgt dafür, dass die Foundation lange hält. Und jetzt kommen wir auch zu der Foundation. Die kennt ihr eigentlich schon. Was jetzt aber anders ist, ist, dass hier Niacinamid bzw. Vitamin B3 mit dabei ist, was langfristig ein verfeinertes Hautbild unterstützt. Und finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Wenn man sich so viel mit seiner Hautpflege auseinandergesetzt hat, warum hören wir dann bei dem Make-up auf? Deswegen bin ich super gespannt. Wir testen das Ganze jetzt und machen selbstverständlich einen Langzeittest. Ich habe hier die Farbe 40 Warm Beige. Die Shade Range der Foundation ist fantastisch, muss man sagen. Und dann nehme ich mir einen Beauty-Schwamm und arbeite mir die Foundation von der Mitte hier nach außen. Und ich starte auch hier um die Nase herum, damit ich die meiste Deckkraft hier habe. Und ich
Gehe entweder mit einem Schwamm oder einem Microfiber Multitool rein. Ich mache das jetzt heute mit einem Schwamm, weil die meisten von euch natürlich auch einen Schwamm zu Hause haben. Aber lasst es euch gesagt sein, es funktioniert mit beiden Produkten sehr, sehr, sehr gut. Und arbeite mir das wirklich in die Haut ein. Und ich habe natürlich jetzt keinen Pore Blurring Primer benutzt. Den hätte ich benutzen können, das wäre dann der Mattifier gewesen. Aber ich mache so leichte Bewegungen von unten nach oben, von links nach rechts und presse das Produkt wirklich in die Pore rein, sodass ich ein ebenmäßiges Finish habe. Ihr seht, die Farbe passt super, super gut. Und die Foundation ist mattierend, wasser- und schweißfest. Und das merkt man auch. Und ich bin natürlich ein Freund von Glow Make-up. Und das ist das Schöne an Primern. Man kann mit Primern, man kann mit Pudern, man kann mit Setting Sprays immer noch ganz viel manipulieren, würde ich sagen. Also das ist eine Foundation, die ich benutze, die habe ich auch tatsächlich immer hier oben stehen, in verschiedenen Farben meistens, weil wenn ich eine neue Foundation getestet habe und die nicht so gerne mag, zum Beispiel habe ich die Charlotte Tilbury Foundation, die neue, benutzt und die ist mir, ich mag die Viskosität davon nicht. Ein Tropfen von der HD Liquid Coverage Foundation rein und sie verändert sich und sie hält dadurch natürlich auch viel, viel länger. Sie ist dann natürlich nicht mehr so glowy, aber das ist nicht so ein, seht ihr das, nicht so ein lebloses Matt. Und ich glaube, jetzt seht ihr direkt einen Unterschied, oder? Das Ganze hier ist, ja, es ist wild. Hier ist das Ganze sehr, sehr ebenmäßig und ja, fast wie so ein bisschen perfektioniert. Also das ist halt der Vorteil von einer Mattifying Foundation, dass da die Puderpartikel ganz, ganz anders sind und so ein bisschen optisch die Haut burn. Und dadurch, dass ich so viel Pflege investiert habe und jetzt dann mit der Foundation rübergehe, kann ich das Ganze auch tragen. Ansonsten, Pro-Tipp, macht euch ein bisschen Moisturizer oder den Holy Grails Primer mit rein und ihr habt noch eine ganz, ganz andere Viskosität und ein ganz, ganz anderes Finish. Und das ist etwas, warum ich auch so gerne Foundations mische. Das könnt ihr mit der vor allen Dingen sehr, sehr gut machen. Denn dadurch habt ihr natürlich einfach einen ganz, ganz anderen Effekt und könnt die Foundation zu dem machen, was ihr wollt. Und das ist etwas. Klar, dann kauft man sich halt zwei Foundations, aber ganz ehrlich, die meisten von euch werden mehr als zwei Foundations zu Hause haben. Das heißt, ihr habt natürlich auch verschiedene Finishes, ihr habt verschiedene Deckkräfte, ihr habt verschiedene Effekte auf der Haut und Langlebigkeiten. Und dadurch kann ich das Ganze einfach immer so ein bisschen anpassen für das, was ich heute auch will. Pro-Tipp, schaut in die Wetter-App auf eurem Handy, denn in der Wetter-App seht ihr auch mittlerweile immer die Luftfeuchtigkeit. Und wenn ich weiß, wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit heute, dann gehe ich lieber in eine etwas trockenere, mattierendere Foundation als in eine Super Glowy Foundation. So, Freunde, ich habe euch mal ein Stückchen näher geholt, dass ihr das Ergebnis auch auf der Haut seht. Das Ganze ist sehr, sehr ebenmäßig geworden und ihr seht schon diesen Mattifying-Effekt. Also im Prinzip bräuchte man jetzt gar kein Puder mehr. Ihr kennt mich aber, wir werden selbstverständlich Puder benutzen, aber First Impression, beziehungsweise eigentlich ist es ja keine First Impression. Wir haben es ja auch in dem letzten Video gesehen, wo ich eine neue Formulierung getestet habe. Da war aber noch Lichtschutzfaktor zusätzlich mit drin und Lichtschutzfaktor verändert oft die Foundation an sich. Mit Niacinamid kann ich jetzt hier keine negative Veränderung sehen. Die Foundation sieht gut aus. Ich mache einmal mein Make-up weiter, nehme euch so ein bisschen im Schnelldurchlauf mit und dann schauen wir, wie sich das Ganze über den Tag verhält. Ein kleiner Zwischenschnitt für euch, wenn ihr mit einem Microfiber Multitool, ich habe jetzt hier den neuen Mini, ein Puder in die Haut reinpresst, sorgt ihr auch dafür, dass ihr die Foundation mit dem Puder besser kombiniert und wirklich in eure Haut reinpresst. Ihr müsst nicht baken, es geht wirklich nur darum, dass ihr das Produkt presst. Nicht wischt, sondern wirklich presst. Dadurch erhöht ihr die Langlebigkeit eures Make-ups um locker 3 Stunden. So, und jetzt schaut euch bitte mal an, wie ebenmäßig das Gesicht aussieht. Wir haben jetzt ein super mattes Finish. Deswegen gebe ich jetzt mit Produkten noch so ein bisschen Glow zurück. Denn ich mag es gerne, wenn es super, super glowy ist. Aber es ist physikalisch ganz logisch, dass eine matte Foundation viel, viel länger hält als eine super
Glory Foundation. Deswegen, wenn ich weiß, was ich vorhabe, wenn ich weiß, dass ein Tag lange dauert, gebe ich einfach Glow-Produkte hinzu auf eine matte Foundation und habe dann ein Glowy Finish, aber eine matte, langanhaltende Foundation. Wie gesagt, Freunde, probiert es wirklich mal aus. Die Foundation gibt es schon Jahre. Es ist, glaube ich, auch eine der Bestseller-Produkte überhaupt in der Drogerie. Try it. Zum Abschluss den Oil Infused Cheek Lover Blush. Und da ich natürlich eine super deckende Foundation habe, gehe ich mit dem Rest am Pinsel hier so ein bisschen auf meine Stirn. Und seht ihr das? Das gibt natürlich einmal den Glow, aber es gibt dieses rötliche, dieses hautähnliche Finish zurück. Und damit gehe ich einfach hier so ein bisschen überall hin und die Haut sieht mehr aus wie Haut. Foundation sitzt, ich sette mit das Ganze mit einer... Nein. Wir setten das Ganze heute nicht, damit ihr wirklich den Effekt nur von der Foundation und der Skincare seht. Ich gebe mir gleich noch ein bisschen Mascara rauf, ziehe mich erstmal um, weil so ein Kunstleder-T-Shirt, es sieht nur verrückt aus, es fühlt sich nicht gut an. Freunde, bis jetzt erstmal wunderschönes Finish. Wir haben Deckkraft, wir haben einen matten Effekt, aber nicht so leblos. Dadurch, dass wir natürlich mit vielen verschiedenen Produkten gearbeitet haben. Und jetzt, ich denke mal so in 2-3 Stunden, kommen die natürlichen Öle eurer Haut und die Pflege der Primer und der Skincare durch die Foundation verbinden sich und dann habt ihr das schönste Finish überhaupt. Let's go! So ihr Süßen, ihr bekommt mal ein kleines Update von mir und zwar habe ich die Foundation jetzt mittlerweile schon fast 5 Stunden drauf. Der Tag verging so schnell, Gott sei Dank scheint heute die Sonne, sodass ihr alles richtig gut sehen könnt. Ich habe natürlich heute auch super viel Pflege benutzt. Und durch die Kombination mit den Primern hat sich das Ganze, wie erwartet, fantastisch gehalten. Es ist nichts ölig, es ist leuchtend tatsächlich. Durch diesen Vitamin C Glow Primer, habe ich den Eindruck, kommt halt nochmal so ein bisschen der Glow raus. Und das ist das Schöne an Primern. Man kann den Effekt der Foundation für sich persönlich immer noch so ein bisschen anpassen. Wir machen weiter mit dem Tag. Der Tag ist heute extrem voll. Ich freue mich und wir sehen uns dann nachher nochmal im Studio. So, Freunde, das Ganze ist jetzt wirklich schon ein paar Stunden her, dass ich mich wieder bei euch gemeldet habe. Ihr seht, ich sehe ein klitzekleines bisschen fertig aus, aber ich wollte mit euch einfach nochmal über die Techniken reden und über das Ergebnis. Ich habe die Foundation jetzt mindestens 13 Stunden in meinem Gesicht. Es ist schon recht spät. Ich sehe auch ein bisschen müde aus. Was habe ich alles gemacht? Ich habe gegessen. Ich habe getrunken. Ich war einkaufen. Ich habe Maske getragen. Ich habe geschlafen. Ich habe einen kleinen Mittagsschlaf gemacht. Und ich glaube, man sieht, dass das Make-up jetzt schon ein paar Stunden drauf ist. Aber wenn ich euch gleich nah ranhole, dann werdet ihr sehen, dass das Ganze genau dem entspricht, wie ich es euch vorhin vorhergesagt habe. Ich bin an einigen Stellen nicht ölig, sondern glowy geworden. Das Make-up ist an der Nase, auch mit Maske, immer noch sehr, sehr schön. Und das Ganze ist für die Anzahl an Stunden, die ich schon die Foundation trage, wundervoll. Wenn ich euch ein bisschen nah ranhole, dann seht ihr, dass das Porenbild sehr, sehr fein ist. Wenn ich beim nächsten Mal vielleicht den Mattifier noch im T-Zonenbereich benutzen würde, dann wäre das Ganze wahrscheinlich noch weniger da. Aber ich bin ein Freund davon, wenn die Haut aussieht wie Haut und obwohl sie so eine hohe Deckkraft hat, dieses Leuchten durchkommt. Das Ganze ist immer noch wunderschön. Die Haut sieht frisch aus, es hat sich nicht in kleine Fältchen abgesetzt, außer der Concealer unter den Augen, den ich verwendet habe. Der ist aber normal. Die Augen bewegen sich bei mir im Gesicht am allermeisten. Ich glaube, dass ich damit zusammenfassen kann, dass die Foundation mindestens genauso gut ist wie beim ersten Mal und durch diese Pflege sich nichts geändert hat für das Ergebnis auf der Haut. Was es aber verändern wird, ist auf langfristige Sicht mit Sicherheit, dass die Pflege, die ihr vorher benutzt und die während der Foundation mit drin ist, einfach eure Haut nachhaltig langfristig verbessert. Das sehe ich natürlich jetzt nach 1-2 Nutzungen noch nicht, aber ich bin happy, dass die Foundation immer noch genauso toll ist wie vorher, beziehungsweise jetzt noch besser. Und falls ihr sie noch nicht kennt, probiert sie wirklich aus. Die Shade Range ist fantastisch. Ihr habt ein wundervolles Finish und ihr könnt, auch wenn ihr eher zu einer trockenen Haut neigt, mit verschiedenen Produkten das Ganze so ein bisschen abtweaken. So wie ich es gemacht habe. Und ich bin super gespannt, was ihr zu diesem Video, zu dieser Langzeit-Review sagt. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal.